Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala na 10. dní 10. ročníku měsíce autorského čtení v Brně. Dnes nám horečí strakovský spisovatel a také malíř Thomas Sautner. A ještě než začne, tak mi dovolte, abych o něm řekla pár slov na úvod. Žije a tvoří střídavě ve Vídni a v severním Waldviertlu, čili nedaleko hranic s Českou republikou v Dolním Rakousku. Vystudoval politologii, současné dějiny a teorii komunikace. Dosud publikoval dva romány, první vyšel v roce 2006 a jmenuje se Die Fuchserde a druhý vyšel v roce 2007 a jmenuje se Miloch Blume. Oba romány tematizují život a kulturu tzv. Jenišů, což je kočovná skupina obyvatelstva, žijící mimo jiné na území Rakouska, Německa a Švýcarska. Thomas Sautner nám bude číst dneska ze svého druhého románu, Miloch Blume, který se odehrává v 50. letech v malé dolnorakouské vesnici a klade zde právě do protikladu místní usedlé obyvatelstvo a právě jeniše, kteří sem přicházejí. Román je vyprávěn střídavě v první a třetí osobě, najdeme v něm prvky milostné, kriminální a další. A právě proto, že se zde střídá jak líčení naturalistické, tak i líčení, řekněme, pohádkové, tak ho někteří kritikové přirovnávají k magickému realismu Gabriela García Márqueze. Ještě krátce mi dovolte, abych řekla něco o názvu románu. Miloch Blume by se dalo doslova přeložit jako mléčná květina. Ve skutečnosti se ale jedná o název z staré mluvy jenišů, kteří mají i svůj specifický jazyk. A v této mluvě znamená toto slovo penicilín, přírodní penicilín vyráběný z čerstvého síra. Tak, ode mě je to tedy prozatím vše a já vám přeji příjemný poslech. Nechci si to mnohem zdání. Děkuji za úvodní slova a chtěl bych ještě rád říct dvě věty, než začnu. Velmi mě mrzí, že neumím mluvit česky. Besonders groß ist meine Schande, weil ich in Gmünd, der Grenzstadt, tschechisch-österreichische Grenzstadt Gmünd, aufgewachsen bin. Cítím takovou trošku ostudu, protože jsem vyrostl na hranicích vlastně z Rakouska a České republiky v Mindu. Allerdings war Gmünd zu meiner Kindheit, in meiner Kindheit und meiner Jugend eine geteilte Stadt. Der eiserne Vorhang durchschnitt sie. V době mého dětství byl Gmünd rozdělené město, dělila ho železná opona. Češi zde žili odděleně od Rakušanů a Rakušané od Čechů. Díky bohu je tomu dnes už jinak, existují proto dva opravdu skvělé příklady. Prvním příkladem je, že v Gmündu se společně učí Češi a Rakušané nějaké obchodní vědy, je tam nějaká obchodní škola. A můj oblíbený příklad se odehrává v malé vesnici ve Waldviertlu. A starosta této malé vesnice má problém. Trpí proto, že stále více a více lidí se stěhuje pryč z Waldviertlu. A je tam vlastně problém, že je málo dětí pro to, aby tam mohla být otevřena škola. Měl jenom 11 žáků a rakouské zákony předepisují, že musí být minimálně 16 žáků, aby tady, nebo jinak ta škola bude zavřena. Hovořil jsem s jeho přítelem, s českým starostou sousední vesnice, obce. A ten měl zase problém, že tam byla škola už 2 roky zavřena. A
A čeští žáci museli jezdit hodně daleko pro to, aby mohli navštěvovat nějaké vyučování. Das Ende der Geschichte, die tschechischen Kinder gehen nun zu Fuß über die nahe Grenze und lernen in der österreichischen Schule, die es jetzt dank der tschechischen Kinder gibt, gemeinsam österreichische und tschechische Schüler. A vlastně má to tedy dobrý konec, protože české děti chodí přes nedalekou hranici do Rakouska, učí se společně na společné škole a díky tomu, vlastně, že je tam nyní tedy dostatek studentů, tak tato škola může existovat. So werden Grenzen wirklich niedergerissen. A tak vlastně byly ty hranice vlastně smazány. Ich beginne mit meiner Lesung aus dem Roman Milchblume. Začnu tedy teď se svým čtením, a to s románu Milchblume. Jakob trug ein wackeliges Blechgestell auf dem Kopf und schritt rückwärts. Ein breites Metallband umfasste nicht nur seine Stirn, sondern auch versehentlich eingezwängte Strähnen seines struppigen, flachsblonden Haars. Die Haarspitzen kitzelten Jakob im Gesicht, besonders um die Nase und an der Oberlippe. Am Metallband hatte er ein ausladendes Gestänge befestigt und daran den runden Rasierspiegel seines Vaters, des Seyfriedsbauern. Jakob selbst hatte sich die spektakuläre Vorrichtung ausgedacht. So konnte er im Spiegelbild sehen, wohin sein Weg ihn führte. Schließlich wollte er sich das Verkehrtgehen nicht unnötig erschweren. An diesem frischen Augustmorgen des Jahres 1957 waren noch zwei Einwohner ganz öd vor Morgengrauen aus den Betten gekrochen. Wie Jakob hatten sie den unteren Teil des im Mondlicht liegenden Dorfs hinter sich gelassen, waren an verblühten Erdäpfelackern entlang gestapft und hatten schließlich den Eigenwald an seinem spitz zulaufenden Ende durchquert, um auf die große Bachwiese zu gelangen. Jetzt hockten sie, der Bürgermeister und der Wirt, keine 100 Meter von Jakob entfernt auf dem Hochstand, die Flinten bereit, und warteten darauf, dass der dichte Bodennebel die taunasse Wiese freigeben würde. Jakob tat indes Schritt für Schritt, die Beine weit höher hebend, als es in der warmen, tief feuchten Wiese nötig gewesen wäre. Bloßfüßig, die grobe Stoffhose bis über die Knie gekrempelt, stelzte er ins kalte, weiche Nass der Wiese. Weit ausholende, balancierende Ruderbewegungen der Arme begleiteten Jakobs Tritte und immer wieder schmatzte und schlappte es, wenn Wasser, Grashalme und Kräuter ihren engen Weg durch seine Zehen fanden. Jakob versuchte, jede Hektik aus seinen Bewegungen zu nehmen. Weich und fließend wollte er im Rückwärtsgehen dahingleiten, wollte schwebend erleben, wie es ist, voranzukommen beim Zurückgehen, wollte erfahren, ob Rückschritte es womöglich erlaubten, der Zeit zu entgehen. Dumm nur, dass er immer wieder nach oben greifen musste, um seine schwankende Vorrichtung zu justieren. Das gibt's nicht. Der Bürgermeister stieß den Wirten mit dem Ellbogen an. Schau dir den Trottel an, zischte er, wies mit dem Doppelkinn die Richtung an und hob den Fernstecher wieder vor die Augen. Ein Wahnsinn, sagte der Wirt, als er Jakob durch den Nebel erkannte. Was hat der Idiot da auf seinem verfluchten Schädel? Beide konzentrierten ihren Blick. Eine Krone, befand der Bürgermeister, wandte sich dem Wirten zu und stellte halb verblüfft, halb amüsiert fest, eine Krone. Der Narr trägt jetzt eine Krone. Pralles Grinsen legte sich über das Gesicht des Wirts und seine schmalen Augen verrieten, dass ein Gedanke zustande gekommen war. Ob die Krone wohl gut sitzt? Der Bürgermeister zögerte, doch nicht lange, und dann legten die beiden ihre Flinten an. In diesem Moment bemerkte Jakob einen Rehbock im Spiegel, esend und wunderschön. Gleich darauf fielen in kurzer Abfolge zwei Schüsse. Der Rehbock erschrak, sprengte davon Richtung Wald.
Jakob fiel zu Boden, lag gestreckt im nassen Gras. Die Vorrichtung war ihm vom Kopf gefallen. Wasser durchdrang seine Hose und sein dunkles, grob kariertes Holzhackerhemd. Durch seinen Kopf rasten Blitze und sein Scheitel brannte heiß wie frisch angefachte Glut. Jakob wollte sich zwingen, die Augen zu öffnen, um nachzusehen, ob er noch lebte. Als er es geschafft hatte, lag ein dicker Schleier über seinen Augen. Über ihm drehte sich der Himmel, wirbelte und kreiste. Jakob hatte Angst, furchtbare Angst, um den Toilettenspiegel des Seifritzbauern. Todbrüllen würde ihn der Vater, sollte der Spiegel nicht rechtzeitig und unversehrt wieder an seinem Platz sein. Jakob nahm all seine Kraft zusammen. Mühsam drehte er sich aus der Rückenlage zur Seite, stützte sich auf den Ellbogen und tastete nach der Vorrichtung. Seine Hände strichen über schmieriges Gras. Es schien rot zu sein, aber genau konnte er es nicht erkennen. Seine Augen waren wie betrunken. Dann stieß seine linke an das Metallband, die rechte kam hinzu, tastete sich hastig am Gestänge entlang und wischte über die feuchtkalte Oberfläche des Spiegels. Komisch, blutverschmiert, dachte er, aber Gott sei Dank, der Spiegel war nicht zersprungen. Danke, flüsterte Jakob, und weil seine Kräfte aufgebraucht waren, kippte er nach hinten. Es war ein Traum, in dem er fiel. Eine mächtige Kraft zog Jakob durch eine Spirale nach unten in sich selbst hinein und ließ ihn in rascher Folge Bilder seines Lebens erkennen. Es begann mit dem jüngst Erlebten. Er sah sich von weit oben, vom Himmel her, wie er im Morgengrauen auf der großen Bachwiese rückwärts ging, ein imposantes Blechgestell auf dem Kopf. Dann folgte eine zurückliegende Episode und noch eine und noch eine. Schließlich sah er sich als Kleinkind. Merkwürdig, dachte Jakob, ich reite auf einem Bären. Zwei Ohrfeigen, rechts und links, ließen ihn erwachen. Gott sei Dank, sagte der Bürgermeister, rückte den Jägerhut auf seinen kantigen Glatzkopf zurecht. Wir haben schon geglaubt, du bist tot. Jakob lächelte. Es funktioniert, flüsterte er. Es funktioniert. Ich kann meine eigene Zeit schlucken. Du bist ein verfluchter Idiot, schimpfte der Wirt. Doch seine Empörung war gespielt. Wieso machst du dauernd so Blödsinn? Da darfst du dich nicht wundern, wenn dir was passiert. Warum habt ihr auf mich geschossen? Fragte Jakob ruhig. Wir? Krähte der Wirt, schüttelte den Kopf und sah leicht verzagt zum Bürgermeister. Du bist schon selber schuld, sprach der in lehrerhaftem Ton, zürnte das blutgetränkte Tuch um Jakobs Kopf noch enger. Was verkleidest du dich auch und setzt dir ein Geweih auf? Froh kannst du sein, vom Glück reden und dem Herrgott danken, dass dir nicht mehr passiert ist als dieser Streifschuss. Jakob dachte nach über den Wert dieses versprochenen Glücks. Weil das dauerte und er deshalb nicht widersprach, wurde der Bürgermeister zufrieden, ruhig, sanft und ergänzte dann im Ton eines guten Onkels, der zu einem dümmlichen Kind spricht, es war Nebel und du warst so gut verkleidet, da haben wir geglaubt, du bist ein Rehbock. Das konnte Jakob nicht glauben, aber ihm gefiel die Idee, dieser Gedanke, dass er für einen Rehbock gehalten worden war. Deshalb lachte er und sagte, ein Rehbock, ihr habt geglaubt, ich bin ein Rehbock. Der Bürgermeister nickte zufrieden und stolz, als hätte er etwas Ruhmreiches vollbracht. Der Wirt sah den Bürgermeister an, atmete erleichtert durch, bekam einen auffordernden Blick zugeworfen und schulterte also Jakobs Körper. Ich muss den Spiegel zurückbringen, fiel dem Burschen ein. Dann schwappte bleiernes Grau in Hals und Augen. Er war wieder bewusstlos. Ja, ja, sagte der Bürgermeister. Als sie ins Dorf kamen, der Bürgermeister mit Jakobs Metallkonstruktion in der Hand, der Wirt mit Jakobs Körper über der Schulter, wurde vom Kirchturm her gerade 6 Uhr geläutet. Der Erste, der sie kommen sah, war der Pfarrer.
Was hat er denn diesmal angestellt? Rief er und schlug die Hände vor der Brust zusammen. Rasch senkte der Wirt den Blick, tat, als ob unter Jakobs Last vor Schnaufen nicht antworten könnte. Grüß Gott, Herr Pfarrer, rief der Bürgermeister und hielt die Metallkonstruktion in die Höhe. Mit dem Drunder auf dem Kopf hat es ihn mitten auf der Bachwiese hingeschnalzt. Das scharfe Blech hat seinen blöden Schädel ein Scherzl abrasiert. Kann dem Herrgott danken, dass nicht mehr passiert ist. Mein Gott, stöhnte der Pfarrer, sorgenvollen Blicks, die Hände übers Herz gelegt. Wir bringen ihn zum Seifritzbauern. Der Bürgermeister zog den Hut zum Gruß. Gut 10 Minuten später, beim Eintreffen am Hof, kam Jakob wieder zu Bewusstsein. Hast du dich wenigstens bedankt? Fragte der Seifritzbauer, nachdem ihm vom Bürgermeister erzählt worden war, sein Sohn sei von ihnen auf der Bachwiese aufgelesen worden. Jakob blickte vom Gesicht des Vaters, das vor Aufregung gerötet war, in das scheinbar emotionslos abwartende des Bürgermeisters und von dort in das Schwitzende des Wirten. Er versuchte nachzudenken. Ihm war speiübel und rund um ihn lag die Welt in Wellen. Na wird's bald, schrie der Seifritzbauer und holte einer Angewohnheit folgend aus, um den Burschen mit dem Handrücken übers Gesicht zu fahren. Willst dich gefälligst bedanken? Danke, sagte Jakob leise, verblüfft über die Wendung des Vorfalls. Dann torkelte er zur Seite, hockte sich mit dem Rücken gegen die Hausmauer und stützte seinen wild pochenden Kopf in die Hände. Auf ihren Wegen, welche die Einwohner Ganzwöds an diesem Sommertag zu erledigen hatten, sahen sie Blutstropfen, die in unregelmäßigen Abständen anzeigten, wo Jakob getragen worden war. Nicht wenige Bewohner gingen eigens eine Dorfrunde, manche gar bis zum abseits gelegenen Seifritzhof, um sich ein Bild von der Blutspur zu machen. Und so wussten spätestens um die Mittagszeit alle in Ganzwöd, welchen idiotischen Unsinn Jakob, der Dorftrottel, diesmal wieder getrieben hatte. Die Übersetzerin, ich wechsle jetzt die Erzählperspektive. Nyní změní perspektivu vyprávění. Nun spricht Jakob zu uns. Nyní k nám bude promlouvat Jakob. Mein Name ist Jakob, aber die Menschen im Dorf sagen meist Idiot zu mir. Oder Schafskopf, manchmal auch Trottel, Verrückter, Hornochs. Oder einfach nur Depp. Das finde ich noch am nettesten. Jedenfalls halten sie mich für schwachsinnig. Die meiste Zeit verwenden die Leute darauf, sich über mich lustig zu machen. Es ist nicht angenehm, hat aber auch etwas Gutes. Damit verscheuchen sie ihre Traurigkeit und ihre Langeweile, zumindest für kurze Zeit. Wenn sie Ärger auf Gott und die Welt haben, also auf sich, schaffen sie sich Erleichterung, indem sie mich anrempeln, mir Kopfnüsse verabreichen. Und manchmal verdreschen sie mich auch. Ich könnte mich wehren gegen sie. Ich bin zwar nicht groß, dafür sehnig und ziemlich stark. Aber immer wenn ich knapp davor bin, aufzureiben, um ihnen eins zu verpassen, springt in meinem Inneren ein Gefühl auf und ab, dass es nicht recht ist, sie zu schlagen. Und dass er nicht so wichtig sein kann, um dafür jemand anderem weh zu tun. Dieses Gefühl ist ziemlich blöd. Es führt dazu, dass ich oft grün und blau bin am ganzen Körper. Dabei sind die Menschen so liebesbedürftig. Da bin ich ganz sicher. Unser Nachbar, der Huberbauer zum Beispiel, den habe ich einmal dabei beobachtet, wie er Liebe mit einer seiner Kühe gemacht hat. Er hat sich den Melkschemel untergestellt, um hoch genug zu stehen. Er ist ja nicht sehr groß, der Oberbauch. Und als er fertig war, hat er den Hinterleib der Kuh ganz inniglich umarmt und seinen massigen Körper eine Zeit lang auf dem ihren ruhen lassen.
Little, hat der Huberbauer dabei zufrieden geseufzt und die gescheckten Flanken des Tiers gestreichelt. Oh, meine Liesel. Liesel, so hat die Kuh geheißen. Ich glaube, der Huberbauer hat sie sehr gern gehabt. Die meisten Menschen in Ganswöld haben es gut. Die müssen nicht viel denken. Ich habe den Kopf ständig voller Gerüche, Farben und Töne, voller Gespräche, Bilder und Ideen. Unaufhörlich purzeln sie in meinen Kopf herum. Das Allerschlimmste aber sind die Fragen. All die Fragen, die sich in meinem Schädel zusammenbrauen und immer komplizierter werden, je mehr ich darüber nachdenke. Ich mache das wirklich nicht absichtlich. Mir passieren die Gedanken über die Tiere und die Pflanzen, über den Mond, die Sonne und die Sterne am Himmel. Und besonders über die Menschen und wie sie miteinander umgehen. Wenn man nicht aufpasst, glaube ich, macht es auf die Dauer wirklich wahnsinnig. Vielleicht haben die Leute recht und ich bin's schon. Eine Frage verwirrt mich ganz besonders. Warum sind so viele Menschen böse zueinander, obwohl sich eigentlich alle danach sehnen, freundlich behandelt zu werden? Eine meiner wildesten Ideen ist, dass sie vielleicht genau deswegen so böse sind, wegen ihrem Wunsch nach Freundlichkeit und nach Liebe. Und weil sie nie genug davon bekommen. Das macht sie so wütend oder traurig oder beides. Ich glaube, um andere Menschen wirklich verstehen zu können, ist es nötig, sich in sie hineinzuversetzen. Das ist nicht einfach, aber ich habe da einen Trick. Unsere Nachbarin, die alte Huberbäuerin zum Beispiel, war eine seelgute Frau. Aber wenn sie über den Hof gegangen ist, hat sie jedes Mal mit ihrem Stock nach den Händeln geschlagen. Einmal hat sie eins mit voller Wucht am Kopf getroffen. Es ist tot liegen geblieben. Und die alte Huberbäuerin hat nichts Besseres zu tun gehabt, als noch einige Male auf das Tier einzudreschen. Dann ist sie wortlos zurück in die Stube getrippelt und hat mit weichem, zufriedenem Gesicht beim Kochen geholfen. Ich habe die Angewohnheit der Alten, die wirklich eine sehr, sehr freundliche Frau war, nie verstanden. Der Sache näher gekommen bin ich erst, als es fast zu spät war und die Alte schon im Sterbebett gelegen ist. An einem Sonntag, der Huberbauer und seine Frau waren in der Kirche, habe ich mich ins Haus geschlichen und mir die Sachen der Alten angezogen. Mit einem Strick habe ich meine Füße ganz eng zusammengebunden, damit ich nur noch so kleine Schritte habe machen können wie sie. In der Mitte des Stricks habe ich noch einen Strick befestigt und mir das andere Ende um den Hals gebunden. So habe ich nur tief gebückt gehen können, eben wie die Buckeligen. Dann habe ich mir ihren hölzernen Gehstock geschnappt und bin raus in den Hof zu den Händeln. Die zusammengebundenen Füße haben das Gehen ziemlich mühsam gemacht. Und obwohl ich es nicht eilig gehabt habe, ist bald Ärger in mir aufgestiegen, weil ich nicht rascher vorangekommen bin. Wenig später habe ich am Nutzen meines Herumtrippelns zu zweifeln begonnen und bin noch giftiger geworden. Als dann wegen dem Strick um meinen Hals und meinen gebückten Körper die Rückenschmerzen dazugekommen sind, habe ich einen nervig neben mir gackernden Händel einen Schlag mit dem Stock versetzt. Verblüfft bin ich stehen geblieben. So einfach können die Dinge sein. Rasch bin ich zurück zum Haus. Im Eifer hat es mich beinahe über die Türschwelle geschmissen. Aufgeregt habe ich an die Kammertür der Alten geklopft. Ich wollte ihr sagen, dass ich sie endlich verstehe und dass sie kein schlechtes Gewissen haben muss wegen der Händeln, wo sie ja doch im Sterben lag und sich die Menschen, wenn es dem Ende zugeht, plötzlich so viele Gedanken über die Rechtschaffenheit ihres Lebens machen. Sie hat nicht geantwortet. Ich bin trotzdem rein. Ich habe gedacht, sie schläft oder hört mich nicht. Erst als ich an ihr gerüttelt habe, habe ich gemerkt,
dass sie tot ist. In dem Moment ist irgendwo am Hof eine Tür zugefallen. Ich habe mich umgedreht und ist schon der Huberbauer hinter mir in der Stube gestanden und hat mich mit offenem Mund angestarrt. Ich habe Grüß Gott gesagt und wollte ihm erklären, was ich in der Stube seiner Mutter mache, warum ich ihre Kleider anhabe, dass ich jetzt weiß, warum sie immer nach den Händen gedroschen hat und dass sie leider tot ist. Für den Moment waren das aber viel zu viele Sachen und so habe ich nur noch einmal, zweites Mal Grüß Gott gestammelt. Der Huberbauer hat schrecklich losgebrüllt und ist auf mich zugestürzt wie ein Stier. Er war sicher aufgeregt, weil ich das Kopftuch seiner Mutter umgebunden gehabt habe, meine Unterarme aus ihrer viel zu engen Wollweste geragt sind, ich mich in gebückter Haltung auf ihren Gehstock gestützt habe und meine behaarten Beine nur sehr unzureichend von ihrem Rock verdeckt worden sind. Und das an einem Sonntag, dem Tag des Herrn. Jedenfalls hat mich der Huberbauer aus dem Haus geprügelt. Und diesmal hätte ich mich wegen der Stricke um Hals und Füße nicht einmal wehren können, wenn ich gewollt hätte. Zu allem Verdruss hat mir der Huberbauer noch lange Zeit danach vorgehalten, dass ich es gewesen sei, der seiner Mutter den Rest gegeben habe, der sie unter die Erde gebracht habe, ihr Sargnagel gewesen sei. Für die Tratschweiber im Dorf bin ich heute noch der Mörder der Alten. Pfui Teufel, kreischen sie, wenn ich ihnen über den Weg laufe. Und dann spucken sie nach mir. Wirklich, die alten Weiber spucken nach mir, als sei ich der Teufel höchstpersönlich. Bereut habe ich das Ganze trotzdem nicht. Unterm Strich hat es sich ausgezahlt. Wenn man den Dingen auf den Grund gehen will, muss man eben damit rechnen, dass Außergewöhnliches an die Oberfläche kommt. Und dass die einen oder anderen kein Verständnis aufbringen. Einmal ist sogar auf mich geschossen worden. Das war, als ich auf der großen Bachwiese rückwärts gegangen bin, um herauszufinden, wie sich dadurch die Dinge verändern. Ich glaube, wenn der Bürgermeister oder der Wirt alleine am Hofstand gesessen wäre, keiner der beiden hätte auf mich geschossen. So aber wollten sie einander wahrscheinlich imponieren. Und dann haben sie auf mich geschossen, obwohl sie es im Grunde ihres Herzens vielleicht gar nicht wollten. Ich glaube, so wie sie verstellen sich viele. Einfach um andere zu beeindrucken, um geachtet zu werden, wenn schon nicht gemocht. Aber du merkst, ich denke schon wieder viel zu viel nach. Und vielleicht rede ich mir das alles ja auch nur ein. Vielleicht ist nicht einmal auf mich geschossen worden. Damals hat es mir jedenfalls niemand geglaubt. Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr zweifle ich selbst daran. Das ist das Teuflische. Die Wahrheit verändert sich im Kopf. Und je mehr Menschen sich mit der Wahrheit beschäftigen, desto weniger ist sie wiederzuerkennen. Sie teilt sich, verändert sich, wird eine ganz andere. Eigentlich müsste sie dann auch ihren Namen ablegen, die Wahrheit. Aber das tut sie nicht. Jetzt brauche ich kurz wieder die Übersetzerin. Sie kommen übrigens in den zweifelhaften Genuss einer besonderen Lesung. Teď se dostáváme do takového pochybného genus. Máme to štěstí, že možná, že i smůlu, že tady tohle to čtení je poněkud zvláštní. Nicht nur, weil sie fremdsprachig zuhören müssen. Ne, protože musíme, jenom proto, že musíme poslouchat tady v cizím jazyku to čtení. Sondern weil ich merke, dass dies nicht die letzte Fassung des Buches ist. Protože tohle není poslední verze této knihy. Deshalb ist diese Lesung auch besonders spannend für mich. Ich lese diesen Text zum ersten Mal. Proto je toto čtení i pro mě velmi napínavé, protože tento text čtu vůbec poprvé.
Er ist teilweise besser und teilweise schlechter als das gedruckte Buch. Je částečně lepší a částečně horší než tištěná kniha. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Kapitel. Takže teď budeme pokračovat s druhou kapitolou. Ich bin sehr gespannt. Jsem na to velmi zvědavý. Jakob roch den Regen, lange bevor der erste Donner über den Himmel rollte. Er hielt kurz inne und streckte die Nase gegen die Luft. Über dem Eigenwald hatte sich eine Wolkenfront breit gemacht. Wie ein mächtiges Tier hockte sie da, wie ein mächtiges, hungriges Tier auf der Lauer, kurz vor dem Sprung. Jakob packte die Heugabel und ließ sie noch rascher ins frisch geschnittene Gras gleiten. In üppigen Büscheln schwang er es auf eine der Dutzend Heukratzen, die er tags zuvor errichtet hatte. Entastete, knochentrockene Fichtenwipfel, kreisförmig verkeilt. Mehrere Meter stammten die Kraxen auseinander, die meisten bereits über und über beladen mit Gras. Jakob arbeitete hart, er genoss es. Mit tiefen Zügen sog er das saftige Grün ein. Der September neigte sich dem Ende zu und so würde es für heuer die letzte Mahd sein. Wie klug der Schöpfer doch gewesen war, als er die Jahreszeiten geschaffen hat, überlegte Jakob. Ewige Abwechslung hat er uns damit geschenkt. Weich wippten die Halme auf seiner Heugabel. Ihr Duft ließ ihn daran denken, wie wertvoll das Gras war und welch Segen, ja welch Segen der Natur, dachte er beeindruckt. Nur Sonne und Regen braucht es, um Pflanzen immer wieder wachsen zu lassen. Ewiglich wachsen sie, bis in alle Zeit, immer wieder aufs Neue, einfach so. Ein Wunder, rief Jakob lauthals, ein Wunder. Rund um ihn arbeiteten seine Eltern und die anderen Kinder der Seifritzbauern, schüttelten die Köpfe über Jakobs scheinbar grundloses Entzücken. Nur Silvia, die Jüngste, schien zu verstehen. Sie lächelte und ihre Bewegungen beim Aufschichten des Grases wirkten mit einem Mal unbeschwerter, flotter als zuvor. Jakob bemerkte die verständnislose Reaktion der Eltern nicht, auch nicht jene der beiden jüngeren Brüder, die ihrem Vater nacheiferten und abfällige Gesichter machten. Ebenso aber entging ihm die freundliche Reaktion Silvias. Wie wild schichtete er Gras auf. Jakob, verflucht, du schmeißt ja die Hälfte daneben, schrie der Seifritzbauer. Jakob hörte nicht, war wie entrückt. Die Arbeit sollte erledigt sein, sobald die ersten Tropfen fallen. Jakob, du Hornochs, brüllte der Bauer, und weil der Bursche noch immer nicht reagierte, fühlte er sich provoziert. Noch dazu, da die anderen rundum standen und alles mitbekamen. Heißes Blut schoss dem Bauern ins Gesicht, färbte es dunkel und rot, beinahe violett. An seiner Stirn schwoll eine Ader, dick und dicker, pulsierend blau. Jakobs Brüder Hans und Fritz wussten, was gleich kommen würde. Die Fäuste des Seifritzbauern hatten sich um den Stiel der Heugabel gespannt, so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten, so heftig, als wollte der Bauer den hölzernen Griff zerreiben unter seinen Pranken. Und dann reichte das nicht mehr, dann bewegte blanke Wut seinen massigen Körper nach vorn. Wie im Rausch war er jetzt, einem Bullen gleich, sein Ziel im Visier. Jakob, rief Silvia, doch keineswegs laut, vielmehr wie beiläufig. Sofort sah Jakob auf. Sein Blick folgte der Richtung, die Silvias Hand ihm anzeigte, und dann duckte er sich. Über ihm durchschnitt die schwere Heugabel des Vaters surrend die Luft. Der starke Schwung und der fehlende Widerstand ließen den Bauer das Gleichgewicht verlieren. Er geriet in Schieflage, kippte zur Seite, fiel schreiend zu Boden. Jakob hatte keine Ahnung, weshalb sein Vater derart in Rage über ihn war. Doch er wusste, was zu tun war. Er rannte davon. Ruckartig enthob indes der Seifritzbauer seinen schweren Körper den Boden. Eine Strähne seines glatten, braunen Haars hing ihm ins Gesicht. Er schrie und fluchte und schleuderte Jakob die Heugabel hinterher.
Sie verfehlte ihr Ziel. Die Mutter blickte Jakob nach, seufzte erfahren und machte sich wieder an die Arbeit. Hans und Fritz taten sich schwer, ihr Lachen zu unterdrücken. Lustig war, dass ihr Bruder so panisch davonjagte und wieder der Dumme war. Doch Vater, der energisch Gras aus seinem Hemd schüttelte, hätte ihr Lachen auch anders verstehen können. Deshalb blickten sie rasch zu Boden. Silvia senkte ebenfalls den Kopf, schmunzelnd, besann sich dann aber, tat sie ihrer Mutter gleich, fuhr mit der Arbeit fort. Die erste Böe kam wie eine Warnung, frischte nur kurz die Luft auf und brachte ein paar harmlose Tropfen. Dann war Stille, bis mit einem Mal, wie aus dem Nichts, ein Brausen und Rauschen über den Wald ging und der Wind ein Laken über die Familie zog, grau und feucht. Plötzliches Frösteln, klammes Innehalten, wie verwurzelt, nach oben gaffend alle, wie gelähmt von höherer Macht. Und dann kam die Gewissheit, schlug ein auf sie vom Himmel her, überraschend wie stets, angekündigt wie immer. Sturmwind und Regen vereinigten sich zum tobenden Ungetüm, das gab sich seiner Kraft hin, krachend, brüllend, Blitze werfend. Schwer ließ es sein Gewicht auf die Wiese fallen, drang ein die Heukraxen, prasselte gegen die vibrierenden, dünnen Fensterscheiben des Hofs, peitschte das Dach und riss an den Obstbäumen, die den Hof umstanden. Der Himmel dröhnte, Donnerschläge. Jakob war so schnell gerannt, dass er seinen Lauf vor dem Scheunentor nur noch hatte bremsen können, indem er sich mit einem Polterer dagegen krachen ließ. Nichts Ungewöhnliches war das, so tat er es oft, auch bei schönem Wetter. Einfach aus Lust am Übermut. Er atmete durch, genoss seinen wilden Herzschlag, hörte ihn in den Ohren, spürte ihn in der Brust. Als das Frohsein drohte, Kraft zu verlieren, bog Jakob seinen Körper gegen das schwere Tor, zerrte es zur Seite und wandte sich um. In seinen Augen spiegelten sich zuckende Blitze, die krachend auf dem nahen Hügel niedergingen. Grell glühende Beine eines riesigen Weberknechts. Jakobs Kehle entfuhr ein laut jauchzendes Jeha! Noch immer umklammerten seine Hände den beinahe schulterhohen Eisengriff des Scheunentors. Wieder schickte der tiefgraue, tobende Himmel einen ohrenbetäubenden Blitz in den Erdboden. Noch näher diesmal. Jeha! Schrie Jakob. Er genoss seine zügellose Begeisterung, spürte Ehrfurcht dicht dahinter. Als der schaurige Moment beinahe ausgekostet war, kroch Gänsehaut über Rücken, Nacken. Jakob atmete durch und schwang seinen Körper ins Innere der Scheune. Die knapp 20 Kühe und die paar Jungstiere waren aus Angst vor dem Unwetter eng aneinander gerückt. Jakob wusste, welche Gefahr das bedeutete. Mit seiner Masse zog das Vieh Blitze an. Jakob lief im Halbdunkel auf die Tiere zu, drängte in ihre Mitte, plärrte auseinander, auseinander und schwenkte seine Arme wie ein hysterischer Vogel. Die Kühe torkelten ängstlich in alle Richtungen, machten ein paar schnelle Schritte. Kurz darauf fuhr ein Blitz so nahe in die Erde, dass die Scheune bebte, als habe sich über ihr eine Detonation entladen. Danach versank der Stall für Momente tintendunklem Nichts, in Stille, angespannt und absolut. Fest umhüllt schien der Raum, gefangen in einem schweren, schwarzen Tuch. Jeha! Kreischte Jakob. Der Schrei erschreckte die Tiere und löste ihre Muskeln. Aneinanderreibend bewegten sie ihre Körper, gingen vorsichtig umher und ihr Atem beruhigte sich. Darüber hinaus schien es, als habe Jakobs Schrei ein Loch in den Himmel gerissen. Mit einem Mal ließ der Regen nach. Bedächtig schoben sich Wolkenschichten auseinander, öffneten langsam einen Spalt. Daraus ergoss sich sanftes Licht, das auf die Erde fiel. Stunden später, zum Abendessen, stellte die Seifritzbäuerin einen wuchtigen Emailtopf mit Erdäpfelsuppe auf den Küchentisch. Die Seifrids Großmutter, die dürr war und ebenso zäh wie mürrisch, hatte den Kochvorgang und jeden Handgriff der Schwiegertochter mit Argwohn beobachtet.
Bäuerin hatte es über sich ergehen lassen, hatte kein Wort darüber verloren. Sie war es gewohnt, die Alte, so gut es ging, zu ignorieren. Zumindest hat die Hexe die 2 Dutzend Erdäpfel geschält und geschnitten. Beruhigte sie sich. Sie wollte sich nicht ausgenutzt und drangsaliert vorkommen, sonst würde sie die Alte irgendeinmal noch erschlagen. Die Großmutter wiederum hatte sich eine Angewohnheit zugelegt, die es ihr erlaubte, ihre Meinung zu äußern, ohne sich dabei der Mühe unterziehen zu müssen, ihre dünnen, meist klebrig eingetrockneten Lippen auch nur einen Spalt weit zu öffnen. Einen hohen Ton, papageiartig, herausgepresstes reichte. Damit ließ sich vortrefflich maßregeln, ließ sich nörgeln, zurechtweisen, kritisieren oder minutenlang einfach nur vor sich hinjammern. Wenn sie etwa ihrer Schwiegertochter beim Salzen der Suppe zusah, musste sie nur dieses hohe krächzen und die Seifritzbäuerin wusste, dass sie ermahnt worden war, nur ja nicht das Essen zu versalzen. Die Großmutter beherrschte eine beachtliche Vielzahl dieser und wusste sie variantenreich einzusetzen. Feinste Nuancierungen in Tonfall, Lautstärke und Eindringlichkeit ergaben unterschiedliche Bedeutungen, welche von den anderen am Hof im Lauf der Zeit erlernt worden waren. Und weil Gewohnheiten andere anstecken, geschah es, dass Fritz, dem jüngsten Sohn der Seifritzbäuerin, im Gespräch mit seiner Mutter einmal dieses hexenhafte entfuhr. Fritz bemerkte seinen Fehler bereits, als er noch die Lippen aneinander gepresst hielt, um den Ton summend ausklingen zu lassen. Es war zu spät. Die Ohrfeige seiner Mutter fiel derart leidenschaftlich aus, dass sich der Bub unter dem Küchentisch liegend wiederfand, mit geplatzten Trommelfell. Die Taubheit auf seinem linken Ohr sollte nie wieder vergehen. Seit jenem Vorfall, über den niemand in der Familie auch nur ein Wort verlor, war das am Seifritzhof jedenfalls wieder ausschließliches Privileg der Alten. Jetzt kommt wieder Jakob. Teď opět přijde na řadu Jakob. Wenn du nicht willst, dass dich alle für verrückt halten, hat Silvia einmal zu mir gesagt, dann musst du normal sein. Daraufhin habe ich wahrscheinlich zu lange und zu laut lachen müssen. Aber ich habe nicht anders können. Silvia hat es überhaupt nicht lustig gefunden. Sie hat ein bitter ernstes Gesicht gemacht und hat gefragt, ob es mir egal ist, dauernd verspottet zu werden. Ich habe sie angeschaut und in dem Moment habe ich so sicher wie noch nie gewusst, dass ich wirklich ein Idiot bin. Ihr verzweifelter Blick hat es mir bewusst gemacht. Nie habe ich bemerkt, dass die Beleidigungen und Erniedrigungen, die an mir nur vorbeigeschwebt und abgeklatscht sind, ihr furchtbar zugesetzt haben. Und dass so ihre Gefühle für mich immer wieder durcheinander geraten sind. Also habe ich mich bemüht, ein erwachsenes Gesicht zu machen. Das war ziemlich schwierig, aber ich glaube, es hat funktioniert. Und dann habe ich sie gefragt, was man denn so tut, wenn man normal ist. Sie hat sofort eine Antwort gewusst. Wenn man normal ist, hat sie gesagt, klettert man zum Beispiel nicht bei Schneefall und Eiseskälte an die Spitze eines Baums, um sich im Wind zu schaukeln. Und was noch, habe ich gefragt, weil ich geglaubt habe, ihr fällt so rasch nichts mehr ein. Und sie hat gesagt, dass man, wenn man normal ist, nicht versucht, Hühnereier auszubrüten. Dass man, wenn man normal ist, nicht direkt vom Euter einer Kuh saugt. Dass man, wenn man normal ist, nicht mit rasendem Anlauf vom Stadeldach springt,
wenn man glaubt, fliegen zu können, dank des starken Winds. Und als Tragflächen vier Händel benutzt, die beim Sturz nach unten panisch mit den Flügeln schlagen und kreischen wie am Spieß, zwei in der rechten und zwei in der linken Hand. Und dass man, an dieser Stelle hat Silvia eine Pause gemacht, als wäre sie nicht sicher, das Beispiel, das sie im Kopf gehabt hat, auch wirklich auszusprechen, dass man, wenn man normal ist, auch nicht ausprobiert, wie es ist, aus dem Sautrog zu essen und auch nicht tagelang wie die Rindviecher nur Stroh futtert. Bei den letzten Dingen, das mit dem Sautrog und mit dem Stroh, waren mir ein bisschen peinlich. Keine Ahnung, wer ihr das erzählt hat. Gott sei Dank hat sie nicht von meinen Versuchen gewusst, zu kacken wie die Vögel von den Bäumen herunter. Was meinst du? Nein, nein, von der Sache mit dem Misthaufen hat sie auch nichts mitbekommen. Auf jeden Fall habe ich versucht, ein kluges Gesicht zu machen. Lach nicht, ja, ich habe wahrscheinlich komisch ausgeschaut beim klug dreinschauen. Aber das tun alle, die das versuchen. Auf jeden Fall habe ich ihr fest in die Augen geschaut und gesagt, aber Silvia, wenn ich anfange, nur noch normal zu sein, dann bin ich ja irgendwann einmal so wie alle anderen. Dann mag ich irgendwann einmal nur noch das, was ich soll und nicht das, was ich will. Den anderen geht es jetzt schon so. Um nur ja nicht aufzufallen, haben sie ihren Willen aufgegeben. Und zwar wegen den anderen anderen. Und die wiederum wegen den anderen anderen. Daraufhin hat Silvia gezwinkert, als sei ihr das zu kompliziert gewesen. Weißt du, Silvia, habe ich gesagt, was ich tue, halten die meisten für verrückt. Aber doch nur, weil sie es nicht verstehen. Und was ihr Gespött betrifft, Silvia, vielleicht bin ich ja wirklich ein Narr, aber ich bin glücklich. Andere sind das nicht. Sie rackern und schuften und trösten sich damit, dass es ihnen dafür irgendwann einmal besser geht. Sie heben sich ihr Leben auf, Silvia. Und sie schaffen Dinge zur Seite für eine spätere Zeit, die für sie nie kommen wird. Sie legen Münze auf Münze und merken nicht, dass sie dadurch vergeuden, was sie haben könnten. Freiheit, Silvia. Jeden Moment in ihrem Leben fürchten sie sich davor, etwas zu verlieren. Fürchten sich, um etwas betrogen zu werden. Sind misstrauisch, vermuten hinter jeder guten Tat einen bösen Gedanken. Klammern sich an ihren guten Ruf und schimpfen über Leute, die auch glauben, einen guten Ruf zu haben. Das wertvollste aber, das Gott uns geschenkt hat, auf das achten sie am wenigsten. Auf die Liebe und die Freude in uns. Und die unendlichen Möglichkeiten, sie Tag für Tag aufs Neue zu erleben. Und deshalb, Silvia, genau deshalb will ich nicht so sein wie alle anderen. Deshalb will ich nicht normal sein. So, nun wäre die Lesung aus, außer Sie brauchen unbedingt noch mehr. Dann kann ich Ihnen noch verraten, was Jakob am Misthaufen gemacht hat. Takže tímto by bylo čtení u konce. Pokud byste tedy chtěli, tak bych vám ještě mohl prozradit, co potom dělal Jakub dál. Das wäre etwas, was Silvia nicht weiß, aber sie, wenn sie es interessiert, kann ich Ihnen kurz sagen, es sind noch zwei Seiten. Takže jsou to ještě dvě stránky, takže chcete, aby se četlo dál, nebo chcete přijít k diskuzi? Lesen Sie bitte weiter. Jakob war gespannt, ob er es schaffen würde. Er hatte den Schubkarren voll mit dampfendem Rinderdung beladen und musste ihn auf den Misthaufen fahren. Über ein wippendes Brett, das an diesem Morgen leicht vereist schien. Jakob entschied sich, es mit Schwung zu versuchen. Schon während des Anlaufs, noch bevor das Rad des Karrens das Brett auch nur berührt hatte, wusste er, dass seine Entscheidung keine gute gewesen war. In der Sekunde, als er ausrutschte, sah er sich bestätigt. Und als er samt der Schubkarrenladung Kuhmist in den Misthaufen klatschte und langsam darin einsank, wunderte er sich, warum er seinen Anlauf nicht abgebrochen hatte,
doch gewiss gewesen war, es würde schief gehen. Als nächstes beschäftigte ihn der Gedanke, dass er, hätte er kein schlechtes Gefühl gehabt, vielleicht gar nicht ausgerutscht wäre. Allerdings, so kam ihm etwas später, als er bereits bis zu den Oberschenkeln eingesunken war, dürfte tief in ihm der Wunsch geschlummert haben, geradewegs in den Misthaufen zu rasen. Andernfalls hätte er doch rechtzeitig gebremst. Somit befand Jakob nach vielem Hin und Her seine Gedanken und steckte mittlerweile bis zu den Hüften im Mist. Somit könne er eigentlich rundum zufrieden sein. Schließlich sei exakt das passiert, was er sich insgeheim gewünscht habe. Eine ganze Weile später, als Jakob sämtliche Überlegungen über Wunsch und Wirklichkeit, über Plan und Absicht sowie über Zufall und Vorsehung abgeschlossen hatte, bemerkte er, dass er feststeckte. Jetzt erst bemerkte er auch, dass sein Gesicht schmerzte. Der Winterwind biss darauf, 1000 Nadelfein. Blöd, dachte Jakob, blöd, dass ich beim Versinken nicht wenigstens meine Arme nach oben gehalten habe. Dann könnte ich jetzt wenigstens mein Gesicht mit den Händen bedecken, um es vor dem eisigen Wind zu schützen. So was Blödes auch nochmal. Da vorerst aber nun einmal nichts zu machen war und dem Burschen jene Bewegungen, die ihm auch noch möglich waren, noch tiefer in den Mist saugten, schloss er zum Schutz die Augen und versuchte die Zeit sinnvoll zu nutzen. Mit allerlei Überlegungen. An diesem Morgen schien der Nebel im Himmel zu schwimmen. Er war so milchig dicht, dass kein Unterschied mehr war zwischen Himmel und Schnee. Und niemand wusste zu sagen, wo nun der Boden endete und der Himmel begann. Der eisige Wind aus dem Norden, aus Böhmen wahrscheinlich, der nachts dazugekommen war, verblies den Nebel diesmal nicht, sondern lud ihn auf mit schmerzender Kälte, formte Eisnebel aus ihm. Körniger Schnee bis faustdick an ächzenden Zweigen und der Eisnebel, unnachgiebig und wild, machte mit kaltem Atem, dass das kristallene Weiß mit jedem Stoß noch üppiger wurde, noch schwerer, ein raues Kunstwerk der Natur, anfangs bezaubernd anzuschauen, doch dann von einem Mal aufs andere, viel zu spät bemerkt, bedrohlich, keinerlei Rücksicht nehmend auf die Gebrechlichkeit von Pflanzen, Sträuchern, Bäumen, schwer und schwerer hockte das Eis auf Ästen und Zweigen, sodass sie sich neigten und in unmöglich geglaubter Spannung den Boden berührten. Etliche brachen, gingen nieder, ächzend und knackend unter der Herrschaft des Winters. Wald, Felder, Wege, Höfe, alles, alles gehörte ihm jetzt. Der Winter regierte mit eisiger Hand. Anfangs glaubte der Seifritzbauer, Jakob habe sich versteckt, wollte ihm einen seiner dummen Streiche spielen. Er sah in der Kammer des Burschen nach, schritt durch den Stall, stach im Stadel mit der Heugabel in Stroh, ungestört. Verärgert und vor Kälte zitternd stapfte er auch noch eine Runde ums Gehöft. Dann aber reichte es. Dann war seine Geduld zu Ende. Breitbeinig stellte er sich mitten in den Hof, stemmte seine Beine in den verschneiten Boden und sein ganzer Körper vibrierte vor Wut. »Du Ripswich, wenn du nicht sofort rauskommst zur Arbeit, dann gnade dir Gott!« Da kam Jakob die Idee, nach Hilfe zu rufen. Danke fürs Zuhören. Takže nyní můžeme přejít k diskuzi. Kdo má první dotaz? Já si to nemůžu odpustit, ale já taky nechci být normální a taky chci žít pro lásku a pro radost. Já vám moc děkuji za to fantastické prožití s vámi. A mám otázku, vy jste si to prožíval, užíváte si to, to je vidět, že si to krásně užíváte a že vlastně bych řekl, že se tím Jakobem tak trochu, já bych řekl, hodně cítíte, tak při tom psaní jste si to zkoušel, ty jeho zážitky.
jestli jste si to jako zkoušel, tak to jako by prožívat, protože já třeba to vidím jako takovou improvizaci asociativní, jo? Musíte překládat všechno. Asociativní improvizace, ve které se ten člověk prostě pohne a pak už mu teď všechno jedno a jede to a říká si, co se děje kolem. A taková rozumná otázka, jak to tedy máte strukturované dál a jestli to tedy jako ještě násobíte dalšími zážitky. Also vielen Dank für die Lesung. Ich selbst fühle mich auch nicht so normal und ich habe daran Freude. Ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie beim Lesen, beim Schreiben auch solche Erfahrungen oder ob Sie sowas versuchten, was selbst Jakob im Buch erlebt hat, viele dieser verrückten Geschichten. Und ich möchte noch fragen, wie der Text weitergeht. Und ob Sie sich auch wie Jakob ein bisschen fühlen. Also, ich denke, jeder fühlt ein bisschen wie Jakob. Myslím, že každý se cítí tak trošku být jako Jakob. Wir sind alle anders als alle anderen. A každý se cítí být jiným než ostatní. Und zu Ihren ersten beiden Fragen. Ich habe das nicht ausprobiert. K vašim prvním dvěma otázkám neskoušel jsem si nic takového na vlastní kůži. Aber es kann ja noch werden. Ale možná k tomu ještě dojde. Und wie es weitergeht, dann müssen Sie das Buch sich übersetzen lassen. A jak jde ten příběh dál, musíte si nechat od někoho ten příběh dál přeložit, tu knihu? Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen zu zweit. Pan spisovatel myslel, že bych vám tu knihu měl tady asi přeložit já a říkal, že nám přeje při tom hodně zábavy, při tom překladu. Tak jak to pokračuje? Jak se to zhruba, jak to máte strukturované? Also er ist immer neugierig, wie die Geschichte weitergeht. Also müssen Sie vielleicht ein bisschen verraten. Keine Lust. Ich habe ein ganzes Buch dafür gebraucht, und jetzt das in einem Satz zu sagen, ist schwierig, aber ich möchte nicht ganz abweisend sein. Já jsem to sepsal v celé knize, takže je těžké to teď říct v jedné větě. Jakob wird noch sehr vielfältigerweise seine Umgebung verblüffen und seine Umgebung wird ihn verblüffen. Überraschen. Jakob ještě své okolí v mnoha věcech překvapí a i jeho okolí překvapí Jakoba. Takže další dotaz? Guten Abend, ich weiß nicht warum, aber in diesem Buch jeder Schriftsteller von Österreich oder von Deutschland bekam die Frage, was sie sich, die Deutsche oder Österreicher, denken über Tschechien. Aber bei Ihnen keine Frage. Und, also vielleicht, weil das Gebiet um Baikra war bis zu dem 12. Jahrhundert ein Teil von den Böhmen. Andererseits, wir sind ein bisschen in einer anderen Region und weil bei dem ersten Zensus nach der Revolution zwei Drittel der Bevölkerung in Brünn haben sich erklärt, nicht als Tschechen, sondern als mährische Nation. Das ist auch mein Fall. Also meine Frage ist, was sich die, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was sich die Bewohner vielleicht von Grün und Umgebung denken über mehrere. Dazu noch zwei einfache Fragen. Schreiben Sie auch Gedichte? Ich kann nicht verstehen, warum ist es fast unmöglich, von den Österreichern und Deutschen Gedichte hier zu hören, vielleicht mit kleinen Ausnahmen. Das war hier noch nie. Und dritte Frage, meinen Sie, dass es gibt etwas Typisches für die Mentalität, entweder in Waldviertel oder
dem Region von Gmünd weiterarbeiten, Reichsleiter Ciao und so. Vielen Dank. Takže slyšeli jsme tři otázky. První byla, co si myslí Rakušané o Moravanech. Druhá otázka byla, zda píšete i básně, protože vlastně většina spisovatelů, kteří tady vystupují, čtou prózy a nikdo si zatím netroufl přečíst nějakou báseň. A třetí otázka byla, jestli obyvatelé Gmindu a té oblasti, odkud pocházíte, z Waldviertlu, jestli pro ně něco typického, pro jejich mentalitu. Sparsam geantwortet habe, ist meine Faulheit und ausschließlich meine Faulheit. Důvod, proč jsem na všechny ty otázky v této knize odpověděl tak velmi skromně, je moje lenost. Gerne antworte ich Ihnen jetzt. Ale rád vám nyní odpovím. Was die Gmünder allgemein denken, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen sagen, was ich denke über Mähren und Böhmen und Tschechien. Co si myslí obecně obyvatelé Gmindu o Češích, o Moravanech, to přesně vám říct nemůžu, můžu vám říct jenom, co si myslím já. Musím upřímně říct, že vím o Moravě velmi málo, o trochu víc vím o Čechách. Jak už jsem říkal, narodil jsem se ve městě Gmünd, které hraničí s Českou republikou, s Čechami. Und für mich war immer Tschechien oder damals hieß es noch Tschechoslowakei. A pro mě vždycky bylo Česko, tehdy, které se ještě jmenovalo Československo. Obwohl ich kaum etwas von den Nachbarn wusste, waren sie mir durch die wenigen Besuche, die wir mit dem Rat gemacht haben, waren sie mir enorm sympathisch und kamen mir vor wie der Nachbar in Österreich. A přestože tedy jsem do Čech moc nejezdil, občas jsem se zajel na kole na nějaký výlet, a přesto mi byli Češi velmi sympatičtí. Myslím, že jsou stejně blázniví jako obyvatelé Waldviertlu. Pijí stejně tak hodně piva jako obyvatelé Waldviertlu. My děláme waldviertelské knedlíky, vy děláte české knedlíky. Myslím, že jsou to všechno veselí lidé. Genügt Ihnen das? Stačí vám to? Vielleicht nicht. Also, was betrifft das Lesen, da wäre meine Antwort nicht. Ja, es war zu kurz. Andererseits, was betrifft die Antwort, dann kann ich nur Danke sagen. Die Gedichte bin ich noch schuldig. Es gibt sehr gute Lyriker in Österreich. V Rakousku je velmi dobrých lyriků, velmi hodně dobrých lyriků. Und es liegt dann an Ihnen, diese Lyrik einzuordnen. Ich bin kein Lyrik, ich habe noch kein Gedicht veröffentlicht. Já nejsem lyrik, ještě jsem nezveřejnil žádnou báseň, takže lyriku radši přinechám jiným. Ich habe natürlich Gedichte geschrieben, aber keines veröffentlicht und ich werde auch jetzt keines vorlesen. Samozřejmě už jsem nějaké básně napsal, ale ještě jsem žádné nepublikoval. Já se omlouvám, ale já dám příležitost někomu jinému, kdo má další dotaz. In der Ankündigung steht, dass es noch um Jenische geht. Das ist jetzt gar nicht vorgekommen. Da wollte ich fragen, wo kommen die vor und was für eine Beziehung haben sie zu denen und wie unterscheiden sie sich von zum Beispiel Sinti und Roma? Takže v té žluté publikaci bylo napsané, že v knize bude o Jeniše, ale ve skutečnosti jste o nich tady vůbec nečetl, takže bych se chtěl zeptat, kdy se objeví, jaký budou mít vztah s těmi ostatními, s ostatními postavami a jaký je rozdíl mezi Jeniši a třeba Romy nebo Sinti. Erstes Buch Fuchserde hat die Jenischen zum Thema. Téma, které zpracovává problematiku Jenischů, je na první kniha Fuchserde. Und in dem Buch, das ich Ihnen, aus dem ich Ihnen gerade vorgelesen habe, wird das Thema nur gestreift. A kniha, ze které jsem vám právě nyní předčítal, tam je to téma jenom na okraji. Das heißt, wenn Sie sich für die Jenischen interessieren, kann ich Ihnen den ersten Roman empfehlen, der
Takže pokud se zajímáte o Jeniše, tak vám tedy rád doporučím svůj první román. Dieses Buch ist das erste Buch ist eine Mischung aus Roman und Sachbuch. Tato první kniha, tedy můj první román, je vlastně na pomezí románu a věcné knihy, nějaké dokumentární knihy. Und da erfahren Sie unter anderem, dass die Jenischen genauso Fahrende sind, also zum fahrenden Volk gehören wie Roma und Sinti, aber sich doch in vielen Merkmalen unterscheiden von ihnen. A Jenišové jsou vlastně spojuje tedy s Romy a se Sinti to, že jsou také kočovný národ, ale ve spoustě jiných věcí se odlišují od nich. Co se týká jazyku Jenišů? Haben eine eigene Sprache, die sich je nach dem Land, wo sie gerade sich aufhalten, ableitet. Jenišové mají svůj specifický jazyk, který je odlišný i podle vlastně země, ve které se zrovna nacházejí. Další dotaz? Ich bin etwas verwirrt. Ich habe sie immer gleichgesetzt. Ich bin auch von Sinti. Meine Frage lautet jetzt zu dem Polterer. Könnten Sie uns beschreiben, wie ein Polterer ausschaut? Ich habe die. Was ist ein Polterer? Wenn dann bei dem Gewitter Jakob nach Hause stürmt, ich stellte mir vor, dass er eigentlich mit dem Körper gegen das Tor aufprallt. Ist das richtig so? Ja. Und da muss ich sagen, ich habe von meiner Nachbarin den Sohn kennengelernt, der in einer Militärschule ist. Und da haben die Jungs eigentlich so einen Wettbewerb veranstaltet, wer mit größter Geschwindigkeit gegen die Wand prallt und der kam dann am Freitag nach Hause mit einem gebrochenen Rippen. Ja, also wahrscheinlich ist das nicht eine Spezialität von Jakob, sondern mutige Jungs tun sowas auch. Meine Frage würde lauten zu der Perspektive. Nach diesem Schnitt haben Sie gesagt, jetzt kommt so eine Art Erzählen von Jakob. Aber dann der zweite Teil, wo dann geschildert wird, wie er vom Vater verfolgt wird und wie der Vater sich da lächerlich macht, war die Perspektive eigentlich durchbrochen wieder. Ja? Wie ist es mit der Erzählperspektive in dem Roman überhaupt? Jak to obecně vypadá s vyprávěcí perspektivou v románu, protože vlastně některé části vyprávěl Jakob, poté se zase ta perspektiva změnila, takže mě zajímá, jak pracujete s tou perspektivou ve vašem románu. Sorry, dass ich Sie verwirrt habe mit dieser Romanstruktur. Omlouvám se, že jsem vás touto strukturou románu trošku zmátl. Es ist so, dass jedes Kapitel zweigeteilt ist. Das erste Teil ist der sächliche Erzähler und der zweite Teil ist Jakobs Stimme. In jedem Kapitel zweigeteilt. Je to tak, že každá kapitola je rozdělená na dvě části. První část je takové věcné vyprávění a v druhé části přichází Jakobův hlas, Jakobovo vyprávění. Und das mit dem Poltern, merkwürdige Methoden in der Militärschule, Jakob hat es freiwillig gemacht. Nee, das war auch freiwillig. Okay. Další dotaz? No, já jsem se ptal, jak vlastně to přesně... Já jsem se ptal, jak to přesně vypadá, když se tam objevilo to slovo poltere. Jenom jsem tušil, ale chtěl jsem si to potvrdit, že tedy on plnou. On říká, že teda jenom stačil trochu zbrzdit, ale že narazil na ty vrata. A vyprávěl jsem, že teda ve vojenské škole kluci tohle dělali taky a jeden takhle přijel se zlomeným žebrem večer. Takže další dotaz. Dobrý večer. Já také nejsem normální a také neumím německy v tuto chvíli. Učil jsem se na střední škole a před 12 lety naposledy, ale teď v zimě budu muset dělat zkoušku z němčiny, takže mě čeká všechno to připomínání. Musím si to všechno obnovit a je mi to docela líto, že německy neumím, protože to, co se tady čte, obzvláště dneska, tak to bylo moc hezké. A já se bojím toho, že ono to asi hned tak česky nevyjde, takže já se opravdu budu muset naučit německy, abych si to mohl přečíst.
tak to je první otázka. A jestli to vyjde česky. A druhá otázka, technická, jak na začátku mluvil o té vesnici, že české děti se učí s rakouskými, tak to je nějaká smíšená třída, kde je český učitel i rakouský učitel. Jak to probíhá technická? Also guten Abend, vielen Dank für die Lesung. Ich bin auch nicht normal, ich spreche auch kein Deutsch. Und meine Frage ist, ob Ihr Buch vielleicht auch auf Tschechisch erscheinen könnte, denn wenn nicht, dann habe ich keine Chance, es zu lesen. Und die zweite Frage, das war eine technische Frage. Am Anfang haben Sie gesprochen über diese Schule in Gmünd, die deutsch-österreichische Schule. Und mich interessiert, wie eigentlich der Unterricht abläuft. Gibt es da einen tschechischen Lehrer, einen österreichischen? Wie funktioniert das? Also zur ersten Frage, tschechisches Buch. Wenn Sie mir eine tschechische Übersetzung organisieren, lade ich Sie auf den Starobrunno ein. Takže k první otázce, pokud mi tedy zorganizujete někoho, kdo by mou knihu přeložil do češtiny, tak vás pozvu na Starobrno. Zur zweiten Frage, in der Schule in Gmünd, das ist eine Wirtschaftsschule, da wird auf Deutsch unterrichtet, die Wirtschaftsgegenstände, und es gibt das Zusatzfach Tschechisch für die österreichischen Schüler. Tschechisch als Sprache für die österreichischen Schüler. Takže na té škole se vyučuje německy, je to obchodní škola, předměty odborné jsou v němčině, ale je tam možnost vlastně výuky češtiny pro rakouské studenty, pro rakouské žáky. Já myslel tu druhou školu, že to bylo pro nějakou, to byla jako základní škola, ne? Volksschule. Aha, dachte diese Volksschule in dem kleinen Dorf. Ok, also das gerade jetzt war die Schule für Matura, für die 19-Jährigen, ja? Takže je to škola pro vlastně s přípravou na maturitu pro 19-leté žáky. Und für die Volksschüler ist eine tschechische Lehrerin gemeinsam mit der österreichischen Lehrerin in dem Dorf, in dieser Schule. A v této škole vlastně je jak česká, tak rakouská učitelka v této vesnici. Und es wird immer hin und her auf österreichisch und auf tschechisch gesprochen. Takže se mluví, neustále se to střídá, mluví se jak česky, tak německy. In Nagelberg. Takže budou poslední dva dotazy, takže kdo má zájem? Guten Abend. Ich habe so eine Frage, oder Sie haben bekommen vor einer Weile von unserem Dichter dort, der Doktor mit der Hand oben, hat Ihnen eine Frage gegeben, was Sie wissen, wegen Mehl oder Brin. Geben Sie ihm eine Frage, was kann er wegen Gmünd? Können Sie ihm geben die Frage, was er kann wegen Gmünd? Das verstehe ich Danke. Nicht jetzt auf Deutsch, sagen Sie es auf Tschechisch. Ja. Já jsem tomu trošku rozuměla, myslím. Takže tady pán kladl otázku, co ví Thomas Sautner o Moravanech a co si o nich myslí, takže tam pán navrhoval, aby se také pan Sautner zeptal tady pána, co on ví o Gmindu a co si myslí o obyvatelích Gmindu. Möchten Sie antworten? Ich denke, es ist alles relativ. In Amerika kennt man weder Tschechien noch Österreich. Všechno je relativní. V Americe nezná nikdo ani Čechy, ani Rakousko. Also, alles nicht so wichtig. Takže není to vůbec tak důležité. Takže poslední otázka. Dobrý večer, děkuji za čtení. Já jsem se chtěl opýtat, jak se vám podarilo tak krásně plasticky zobrazit tě vedlejší postavy, teda vedlejší své hlavní, jako například ta babička, alebo ten sedlák Seyfried s čistým, mám možná nějakou konkrétnu na mysli, alebo konec. Also das ist die letzte Frage. Mich interessiert, wie es Ihnen gelungen ist, auch die Nebengestalten so plastisch darstellen, wie zum Beispiel diese Großmutter und so. Haben Sie vielleicht ein Vorbild für Sie, für diese Gestalten? Jede Figur hat jemand, an den ich denke, wenn ich das schreibe, oder eine Figur setzt sich oft aus verschiedenen Personen zusammen. Když píši, tak vlastně každá postava má
určitou předlohu, na kterou někoho konkrétního, na koho přitom myslím, a některé postavy se jsou vlastně složené i z více konkrétních lidí, které znám. Also, das war die letzte Frage. Děkuji, das gerne noch. To je on? Tak to musí být tady v katalogu špatně. Počkej, jako myslíš v tom...